Heute geht die Welt durch eine Serie von sich überschneidenden Krisen. Am ernsten ist die Krise der Technologien, mit denen die Veränderungen in der ökonomischen Entwicklung einhergehen. Wir erleben eine Periode, in der sich die Ökonomie und ihre Struktur verändert. Die ökonomischen Strukturen, die für das Wachstum der letzten 30 Jahre verantwortlich waren, sind ausgelaugt. Wir müssen daher eine Veränderung in ein neues System ins Auge fassen. Leider haben solche Veränderungen auch immer Krieg zur Folge. So war es in den 30er Jahren mit der Großen Depression, die zum Wettrüsten und einschließlich zum Zweiten Weltkrieg führte. So war es auch während des Kalten Krieges, bei dem ein Wettrennen ins All zur Entwicklung von komplexen Informations- und Kommunikationstechnologien führte, was wiederum die Basis einer technologischen Struktur bildete, durch die die Weltwirtschaft die letzten 30 Jahre angetrieben wurde. Heute stehen wir vor einer ähnlichen Krise. Die Welt bewegt sich auf ein neues technologisches System zu. Dieses neue System ist human in seiner Natur und könnte somit eigentlich Kriege verhindern, weil es auf Grundlagen humaner Technologien wächst. Dies schließt Gesundheitsforschung und Pharmaforschung mit ein, die auf Biotechnologien basieren. Dies schließt auch Kommunikationstechnologien mit ein, die auf Basis von Nanotechnologien massive Fortschritte zeigen. Und es schließt auch kognitive Technologien ein, in der die Summe menschlichen Wissens definiert ist. Falls, wie Präsident Putin es angeregt hat, es uns gelingt, ein gemeinsames Programm zur Entwicklung zu definieren und eine universelle Entwicklungs- und Handelszone von Lissabon bis Vladivostok, wenn es uns gelingt, mit Brüssel gemeinsam einen Wirtschaftsraum für Entwicklung und Handel zu schaffen, würde es uns gelingen, bahnbrechende Lösungen in Fragen von Gesundheitsforschung bis hin zu Lösungen gegen Bedrohungen aus dem All, indem wir unser wissenschaftliches und technisches Potenzial erweitern und zudem eine staatliche Nachfrage kreieren, was wiederum einer neuen Entwicklung Antrieb verschafft. Die USA jedoch hat sich für den Weg entschieden, den sie schon immer gegangen ist. Um die weltweite Vorherrschaft zu behalten, zetteln sie einen neuen Krieg in Europa an. Ein Krieg in Europa ist und war immer gut für die USA. Sie nennen ja auch den Zweiten Weltkrieg, der 50 Millionen Menschen getötet hat, einen guten Krieg. Es war ein guter Krieg, weil die USA daraus als die führende Supermacht hervorging. Der Kalte Krieg, der mit dem Kollaps der Sowjetunion endete, war auch ein guter Krieg für die USA. Und heute will die USA erneut ihre Vormachtstellung auf Kosten Europas verteidigen. Eine Vormachtstellung, die durch den Aufstieg Chinas in Gefahr ist. Die Welt heute bewegt sich in einen neuen Zyklus, diesmal einen politischen. Dieser Zyklus wird Jahrhunderte andauern und ist beeinflusst durch die Veränderung bei den globalen Instituten der regulären Ökonomie. Wir bewegen uns vom amerikanischen Zyklus hin zum asiatischen Zyklus. Und da eine Weiterentwicklung durch die amerikanische Hegemonie bedroht wird und um die Vorherrschaft im Wettbewerb mit dem aufstrebenden China und anderen asiatischen Ländern aufrechtzuerhalten, zettelt die USA einen Krieg in Europa an. Sie wollen Europa schwächen, Russland zerschlagen und den gemeinsamen eurasischen Kontinent unterjochen. Also statt eine gemeinsame Zone von Lissabon bis Vladivostok wollen die USA ein chaotischen Krieg vom Zaun brechen, den Euro schwächen und die eigenen Staatsschulden abschreiben, unter denen die USA bereits am Zusammenbrechen sind. Außerdem ihre Schulden gegenüber Russland und Europa abschreiben und die Kontrolle über die Wirtschaft und Ressourcen des gesamten eurasischen Kontinents übernehmen. Leider sehen wir, dass das geopolitische Verhalten der USA ein typisches aus dem 19. Jahrhundert ist. Sie denken in den geopolitischen Schemen des britischen Empires, teile und herrsche. Nationen gegeneinander aufbringen, sie in Konflikte verwickeln und einen Weltkrieg starten. Leider verfolgen die USA diese alte britische Empire-Politik, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Russland ist als Opfer dieser Politik ausgesucht worden und das ukrainische Volk als Waffe und als Kanonenfutter in diesem neuen Kalten Krieg. Erstens, die USA haben die Ukraine seit langem im Visier gehabt, um sie dazu zu bringen, sich von Russland zu lösen. Das sind Taktiken aus den Tagen von Bismarck. Diese europäische Anti-Russland-Tradition mit dem Ziel, die Ukraine von Russland zu trennen und sie gegeneinander aufzubringen, mit dem Ziel, den gesamten eurasischen Raum unter Kontrolle zu bringen. Diese Idee, einst von Bismarck formuliert, später vom britischen Empire übernommen und heute nun von den USA definiert, vom politischen Analysten Zbigniew Brzezinski.
der bei vielen Gelegenheiten geäußert hat, dass Russland keine Supermacht sein kann ohne die Ukraine und dass ein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland für die USA und den Westen nur Vorteile bringen wird. Während der letzten 20 Jahre haben die USA die ukrainischen Nazis hofiert und sie gegen Russland in Stellung gebracht. Es ist auch bekannt, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg den Überresten der Bandera-Bewegung Unterschlupf gewährt haben. Zehntausende ukrainische Nazis wurden in die USA gebracht und sorgsam kultiviert und unterstützt während der gesamten Nachkriegszeit. Diese Generation war der Kern jener, die nach dem Zerfall der Sowjetunion als erster Einfluss auf die Ukraine nahmen. Und dieser Einfluss hatte von Beginn an das Ziel, die Ukraine von Russland zu trennen. Das ist das Hauptziel. Die Idee der NATO-Ostpartnerschaft dient dabei als Köder. Die Idee kam von den Polen und wurde danach von den USA übernommen. Die Essenz der Ostpartnerschaft, zu deren Opfer Georgien und jetzt die Ukraine wurde und Moldawien als nächstes sein wird, soll die Beziehung zu Russland beschädigen. Bekanntlich bilden wir gerade die Zollunion und einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Weißrussland und Kasachstan, zu der bald Kirgisistan und Armenien zustoßen werden. Die Ukraine war unser engster und ältester Partner. Die Ukraine ist de facto immer noch in einer Ratifizierungsphase eines Abkommens mit Russland, das von der ukrainischen Regierung bis heute nicht gestoppt wurde. Die Ukraine ist wichtig für uns als Teil unseres wirtschaftlichen Raumes und wegen unserer historischen Beziehungen und Kooperationen. Unser gemeinsamer industrieller und wirtschaftlicher Komplex wurde damals als Ganzes geschaffen. Daher ist die Teilnahme der Ukraine in der Eurasischen Union naheliegend, aber auch vital. Die Ostpartnerschaft wurde erfunden, um die Ukraine davon abzuhalten, sich in der Eurasischen Union zu integrieren. Das langfristige Ziel der Ostpartnerschaft war die Assoziation mit der Europäischen Union. Nun, was ist genau dieses europäische Assoziierungsabkommen, das Poroschenko unterzeichnet hat? Es hat vor allem die Ukraine zu einer Kolonie der EU gemacht. Durch die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens hat die Ukraine ihre Souveränität verloren. Die Kontrolle über Handel, Zoll, Finanzmarktregulatoren und öffentliche Beschaffungswesen gehen vollständig an Brüssel über. Die Ukraine hat als ein politisch und ökonomisch souveräner Staat aufgehört zu existieren. Im Assoziierungsabkommen ist klar festgehalten, dass die Ukraine ein Juniorpartner der Europäischen Union ist. Zudem muss sich die Ukraine den verteidigungs- und außenpolitischen Vorgaben der EU unterordnen. Die Ukraine muss bei Lösungen von innenpolitischen Problemen und Konflikten der Führungsrolle der EU zustimmen. Somit hat Poroschenko die Ukraine zu einer Kolonie der EU gemacht und versucht nun Russland in einen Krieg zu verwickeln. Mit der Ukraine als Kanonenfutter und der Absicht, einen Krieg in Europa anzuzetteln. Der Zweck des Assoziierungsabkommens ist es, der EU die Kontrolle über die Konfliktlösung im Inneren zu übergeben. Was im Donbass geschieht, ist ein regionaler bewaffneter Konflikt. Das Ziel der US-Politik ist es, so viele Opfer wie möglich zu kreieren. Und die ukrainische Nazi-Junta ist ein Instrument dieser Politik. Sie begehen unglaubliche Gräueltaten und Verbrechen, bombardieren Städte, töten Zivilisten, Frauen und Kinder. Sie zwingen die Menschen zur Flucht, nur um Russland zu provozieren und dann den ganzen Kontinent in einem Krieg zu verwickeln. Das ist Poroschenkos Mission. Deswegen verweigert Poroschenko alle Friedensverhandlungen und blockiert alle Angebote zum Waffenstillstand. Er interpretiert jedes Statement aus Washington bezüglich Deeskalation als Befehl zur Eskalation. Jede Verhandlung auf internationaler Ebene hat jedes Mal zur Eskalation der Gewalt geführt. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir es hier mit einem Nazi-Staat zu tun haben, der determiniert ist, einen Krieg mit Russland zu führen und eine Generalmobilmachung angeordnet hat. Die gesamte männliche Bevölkerung zwischen 18 und 55 Jahren wird eingezogen. Wer sich weigert, wandert bis zu 15 Jahre ins Gefängnis. Die verbrecherischen Nazis in der Regierung stempeln die gesamte ukrainische Bevölkerung zu Kriminellen ab. Wir haben berechnet, dass die EU wegen den Sanktionen gegen Russland rund 1 Billion Euro verlieren wird. Sanktionen, die ihnen von den USA aufgezwungen wurden. Eine gewaltige Summe. Und die Europäer tragen bereits heute schon die Last. Es werden bereits fallende Exporte nach Russland festgestellt. Deutschland wird rund 200 Millionen Euro Verluste tragen müssen. Unsere verhemmtesten Gegner, die baltischen Staaten, werden die größten Verluste tragen müssen. Der Schaden für Estland wird größer sein
sein als ihr gesamtes Bruttoinlandsprodukt. Der Schaden für Lettland wird etwa das halbe Bruttoinlandsprodukt ausmachen und trotzdem halten sie an den Sanktionen fest. Die europäische Politik folgt der amerikanischen Politik, ohne sich zu fragen, was das für Folgen haben könnte. Sie schaden sich selber, indem sie Narzissmus und Krieg heraufbeschwören. Wie schon erwähnt, Russland und die Ukraine sind Opfer dieses Krieges, der von den USA angefacht wird. Auch Europa ist ein Opfer, weil das Ziel dieses Krieges ist, Europa zu schwächen und zu destabilisieren. Die USA wollen, dass der Abfluss von Mensch und Kapital in die USA weitergeht wie bisher. Deshalb zündeln sie auf dem europäischen Kontinent. Es ist unverständlich, warum europäische Politiker da mitmachen. Lassen Sie uns über den Druck der NATO und dem alten Europa reden. Die USA üben einen gewaltigen Druck auf NATO-Staaten aus. Eine französische Bank musste schon daran glauben. Hofft Russland, dass Westeuropa dem Druck widerstehen wird und wieder eine eigenständige Politik betreiben wird? Darauf sollten wir nicht hoffen. Wir sollten mit europäischen Politikern einer neuen Generation zusammenarbeiten, die bereit sind, sich vom Diktat der USA zu befreien. Denn Fakt ist, eine antisowjetische Elite hat sich in Europa während des Kalten Krieges herausgebildet, die dann rasch zu einer antirussischen wurde. Ungeachtet der enormen wirtschaftlichen Expansion und den wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Europa und Russland, basiert diese Russophobie auf Antisowjetismus und ist immer noch in den Köpfen der meisten europäischen Politiker verankert. Es braucht wohl eine neue Generation pragmatischer europäischer Politiker, die an die Macht kommen und wieder ihre nationalen Interessen wahrnehmen. Was wir heute sehen, sind europäische Politiker, die gegen ihre nationalen Interessen verstoßen. Das hat auch damit zu tun, dass Deutschland, der Motor der europäischen Wirtschaft, de facto immer noch ein besetztes Land ist. US-Truppen sind immer noch in Deutschland und jeder deutsche Kanzler hat einen Treueschwur, gegenüber der USA zu leisten und ihrer Politik zu folgen. Die jetzige Generation europäischer Politiker hat es verpasst, das Joch der amerikanischen Okkupation abzulegen. Obwohl es die Sowjetunion nicht mehr gibt, folgen sie gedankenlos Washington. In Bezug auf die Expansion der NATO und in der Kontrollnahme neuer Gebiete und Länder. Die EU platzt bereits aus allen Nähten, doch das hält sie nicht davon ab, weiterhin aggressiv ins ehemalige Sowjetgebiet vorzustoßen. Die neue Generation der Politiker wird, so hoffe ich, pragmatischer sein. Die letzte Europawahl hat gezeigt, dass sich nicht alle Bürger der EU von proamerikanischer und antirussischer Propaganda blenden lassen. Und von dem ständigen Fluss an Lügen, der sich über die Köpfe der bemitleidenswerten Europäer ergießt. Die etablierten Parteien haben die letzte Europawahl verloren. Je mehr wir die Wahrheit ansprechen und beharrlicher wir dabei sind, desto größer wird die Wirkung sein. Das, was in der Ukraine geschieht, ist die Wiedergeburt des Narzissmus. Europa sollte sich an die Zeichen erinnern, die schon einmal zum Faschismus geführt haben und zum Zweiten Weltkrieg. Wir sollten diese historischen Erinnerungen wecken, damit man in den ukrainischen Nazis, die jetzt die Macht in Kiew haben, das sieht, das, was sie wirklich sind. Die Gefolgschaft von Bandera, Tsukevich und anderen Nazis. Die Ideologie der aktuellen ukrainischen Obrigkeit wurzelt in der Ideologie von Hitlers Komplizen, die in Babijar tausende Juden ermordeten, Ukrainer und Weißrussen in Katyn verbrannt und tausende ermordet, ungeachtet ihrer Ethnie. Der Narzissmus erwacht heute erneut und Europa muss sich seines möglichen Untergangs angesichts dessen bewusst werden. Ich hoffe, wenn wir beharrlich die Wahrheit verkünden und es jeden wissen lassen, der es wissen will, werden wir es schaffen, Europa vor einem Krieg zu bewahren.